Guten Abend. Es ist wieder spät geworden. Oh, ich muss mal. So. Es ist wieder spät geworden. Ich habe heute schon eine Stunde Sport hinter mir. Ich habe ja dienstags immer meinen Aerobic-Kräftigungskurs hier bei uns in der Turnhalle mit ganz vielen sportlichen Frauen. Und ja, jetzt letzte Woche habe ich immer morgens trainiert. Diese Woche schiebe ich das Training mal hinten ran. Wir machen heute ähnlich wie gestern einen Cardio-Mix, ein Cardio-Workout plus, also mit ein bisschen Training für die Brustmuskulatur, für die Gesäßmuskulatur und für den Bauch. Ja, genau, so. So will ich das machen. Ich denke, gestern war das ganz locker und gut machbar. Heute gestalte ich es ähnlich. Der eine oder andere von euch, der im Replay trainiert, ist vielleicht jetzt auch gerade mit den Workouts vom Freitag und Sonnabend fertig, die schon doch recht intensiv waren. Und da kann es durchaus mal sein, dass die Muskulatur noch nicht so ganz hundertprozentig erholt ist. Und bevor wir da ganz dolle rauf trainieren und uns vielleicht einen negativen Effekt an Land ziehen, machen wir lieber noch ein lockeres Training zwischendurch, das kurbelt den Stoffwechsel an, trainiert das Herz-Kreislauf-System, fördert die Fettverbrennung und jetzt so kurz vorm Schlafengehen gemacht. Wenn ihr danach dann auch gleich schlafen könnt, ich kann das ganz gut, aber ja, dann ist das auf jeden Fall ein Training, was im Nachbrenneffekt, das heißt, wenn ihr hinterher nichts mehr esst und auch keine Kohlehydrat haltigen Getränke mehr zu euch nehmt. Hallo Karin! Dann habt ihr auch einen schönen Nachbrenneffekt. Das heißt, euer Stoffwechsel bewegt sich wunderbar und noch lang anhaltend die Nacht durch im Fettverbrennungsbereich, ganz vereinfacht ausgedrückt. Und das kann man ja auch ausnutzen. Okay, ja, wie schon gesagt, ein lockeres Cardio-Workout plus mit anderen Übungen als gestern, aber schon ähnlich und gut machbar. Und ich weiß, dass einige von euch, die auch ein bisschen intensiver trainieren und das eine oder andere nebenbei machen, auch gerne mal so zwei Workouts aneinander hängen. Und das ist mit dem von gestern ganz gut möglich. Dann hat man eine Stunde Ausdauertraining. Hallo Amma! Eine Stunde Ausdauertraining und das ist dann schon wirklich ein richtig intensives, gutes Training. Ja. Okay, wir legen los. Erwärmung. Cardio-Teil und dann haben wir uns die Nachtruhe verdient, würde ich sagen. Gut. Lass wieder die Kamera mitlaufen für YouTube. Mal gucken, ob wir das mal irgendwann hinkriegen, dass ich auf YouTube ein bisschen besseres Format habe. Ja, so ganz bin ich noch nicht zufrieden mit meinen Aufnahmen, aber das macht ja nichts. Okay. Wir kreisen die Schultern, wie immer. Der Stand ist aufrecht, angehobenes Brustbein, Knie leicht gebeugt. Wir stehen hüftbreit, nehmen jetzt die Arme etwas größer mit zurück und machen die Arme ganz lang. 3, 4, 5. Okay, lockere Squats. 1, 2, 3. Der Rücken ist gerade, Gewicht auf die Fersen. 4. Die Knie bleiben hinter den Fußspitzen. 6, 7, 8, 9, 10. Beine öffnen, die Knie und die Füße zeigen nach außen, Oberkörper gerade. Wir ziehen uns in die Diagonale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die geöffnete Beinposition behalten wir bei. Wir gehen in die leichte Squat-Position mit Knee-Lift und nehmen die Arme nur so in so lockere Box-Position. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Die Bounces. Hüftbreiter Stand, Knie leicht gebeugt. Die Ballen bleiben am Boden. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wir gehen ans Ende unserer Matte. Hallo, hallo, hallo. Arm lang, Gewicht auf die Fersen nach hinten. Schaut mal, dass ihr Oberkörper und Arme wirklich in einer Linie habt. Also wirklich den oberen Rücken hier schön aktiviert, indem ihr die Arme in ganz aufrechte Position neben die Ohren nehmt. Dann geht's tief. Wir senken die Arme ab, krabbeln einmal lang nach vorne, halten hier, kommen wieder zurück. Arme wieder hoch, aufrichten. Eins. Gesäß zurück. Nach vorne krabbeln. Gerade halten, Bauch fest. Zurück. Aufrichten. Zwei. Gewicht auf die Fersen. Nach vorne krabbeln. Gerade halten. Wieder zurück. Ganz wichtig, dass ihr hier, wenn ihr vorne in dieser Plank-Stellung steht, kein Hohlkreuz macht. Ja, also wirklich eine gerade Linie. Nicht hier runterhängen, auch nicht zu hoch bleiben mit dem Po, aber lieber ein bisschen zu hoch, als wenn ihr durchhängt. Ja? Wieder zurückkrabbeln. Aufrichten. Vier. Und einer noch. Arme absenken. Krabbeln. Halten. Bauch fest. Zurückkrabbeln. Aufrichten. Fünf. Okay. Wir setzen unsere Fersen im Wechsel vor. Und das können wir mit so einem kleinen Hüpfer machen. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Die Ferse, die rechte, geht auf Höhe der linken Fußspitze, aber schulterbreit positioniert nach vorne. Wir schieben das Gesäß nach hinten, um eine leichte Vordehnung in der Oberschenkelrückseite zu haben. Dann nehmen wir den rechten Fuß nach hinten. Hacken tief, Becken gerade und das vordere Knie so weit beugen, dass ihr eine leichte Dehnung in der Wade habt. Knie beugen, Oberkörper aufrichten, Hüfte vor. Dehnung für die Hüftbeugemuskulatur kombinieren wir mit Dehnung für die Brustmuskulatur. Arm absenken, Position auflösen. Jetzt den linken Fuß auf Höhe der rechten Fußspitze in hüftbreiter Position aufsetzen. Rücken gerade, Po nach hinten raus, Schultern hinten. Hier eine leichte Dehnung in der Oberschenkelrückseite. Fühlen, dann den Fuß nach hinten setzen, Hacken tief, die Füße stehen dabei parallel. Becken gerade, etwas weiter vorne beugen für eine leichte Dehnung in der Wadenmuskulatur. Und dann beugen wir das Knie, richten uns auf, Becken kippt nach vorne. Und wir machen nochmal die Arme auf. Und dann senken wir die Arme ab. Okay, das war's zur Erwärmung. Ich brauche jetzt erstmal meinen Spickzettel noch hier. Ich bereite ja die Trainings schon vor und schreibe mir alles auf. Genau. Okay, wir beginnen mit einer Kardioübung. Wir haben wieder eine Uhr dabei und ihr bräuchtet einen Yoga-Block oder ein Kissen, wo ihr im Wechsel die Füße drauf tippen könnt. Ja? So, okay. Also die erste Übung, die wir machen, ist ein bisschen Ausdauertraining in Kombination mit Bewegung, Kräftigung, Kraftausdauertraining der großen Beinmuskulatur oder der Großmuskelgruppen, das sind die Squats. Ja, runter. Ihr könnt es so machen, ohne dass ihr springt. Gedacht, es ist so. Wichtig ist, ihr müsst mittig runtergehen. Die Knie und die Fußspitzen zeigen nach außen in die gleiche Richtung. Und ganz wichtig, vermeidet ein zu weites Rüberlehnen in die Seite, damit das Knie nicht über die Fußspitze rübergeht. Ja, das ist schön. Nach außen mittig tief, zusammen nach außen mittig tief. Auf geht's. 20 Mal, 2 und wieder aufrichten, 3, 4, 5, 6, wie gesagt, ihr könnt es auch ohne Sprung machen, 7, 8, Schultern hinten, 9, 10, 11, 12, 13, 14, die Arme seitlich an den Oberschenkel halten, 17, 18, 19, 20. Okay, das war die erste Übung für das Ausdauertraining. Die nächste Übung ist so ein bisschen was zur Stabilisation, aber auch eine Ausdauerübung. Und zwar die Krokodilchen. Wir gehen in die lange Bankstellung oder auch Plank-Position und nehmen im Wechsel ein Knie nach vorne. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, Bauch fest, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Nächstes wieder eine reine gerade Übung. Jumping Jacks für 30 Sekunden. Hier nochmal drauf achten. Auf. Knie und Fußspitzen zeigen nach außen. Die Knie bleiben hinter den Fußspitzen. Schön weich landen und wieder zusammenkommen. Außen. Wirklich die Knie außen halten und wieder zusammenkommen. Die Arme gehen seitlich mit. Und wenn ihr nicht springen wollt, dann setzt ihr einfach den Fuß nach rechts und links. 30 Sekunden. Auf die Plätze. Fertig. Los geht's. Es geht jetzt nicht darum, dass man möglichst viele möglichst schnell macht, sondern die sollen durchgehend und sauber aussehen. Schön Spannung in die Arme. Nur bis Schulterhöhe anheben, die Ellbogen. Noch 10 Sekunden. So, gleich geschafft. Und das war's. So. Die nächste Kräftigungsübung oder ja, ist ein Mix aus Kraft, Ausdauer und Kräftigung. Ich lege mir einen Yoga-Block unter den Kopf, weil ich das angenehm finde. Ihr könnt auch ein Kissen unter euren Kopf legen, wie ihr möchtet. Wir heben das Becken. Und zwar spannen wir den Po an, das Becken hebt. Aber damit es nicht ganz so leicht ist, heben wir ein Bein an. Und machen das auf einer Seite. Das ist eine schöne Kräftigung zusätzlich für die Gesäßmuskulatur. Wieder Bewegung großer Muskelgruppen, damit so das ganze Herz-Kreislauf-System ordentlich arbeiten muss. Auf geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Seitenwechsel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Über die Seite rum, auf alle Viere aufrichten. Die letzte Hoppelübung. Machen wir mit einem Yoga-Block oder einem Kissen vor unseren Füßen. Und zwar sind das wechselnde Hüpfer, während die Fußspitze da drauf tippt. Kissen oder Yoga-Block, was auch immer. Wer nicht springen möchte, läuft das im Wechsel. Ist völlig in Ordnung. Auf die Plätze, fertig, los geht's. 30 Sekunden sind es wieder. Oberkörper ansonsten aufrecht. Leichtes Tippen nur. Oder gegangen. So, noch 10 Sekunden. Und geschafft. Okay, die letzte Übung. Nochmal am Boden. In der Rückenlage. Für die Bauchmuskulatur. Ganz klassische Crunches im Wechsel. Das heißt, wir ziehen uns hoch und wechseln. Ja? Auf die Plätze, fertig. Los geht's. 1, 2, 3, 4, 5. Lass die Ellbogen nach außen zeigen. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Unteren Rücken am Boden lassen. 16, 17, 18, 19, 20. Und dann geht es über die Seite wieder hoch. Aufrichten. Okay, das war die erste Runde. Wir haben 3 insgesamt. Noch eine zweite für alle, die sagen, nach der zweiten reicht es mir, aber geht es dann wieder in der Rückenlage. Und wir ziehen das Tempo jetzt ein bisschen an. Ich erkläre nicht mehr ganz so viel.
und mache nicht so ganz viele Pausen zwischendurch. Die Squats im Wechsel. 20 Stück. 1, 2, 3, 4. Finger immer hinten und die Daumen vorder. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Achte darauf, dass die Knie hinter den Fußspitzen bleiben. 16, 17, 18, 19, 20. Okay, auf den Boden. In die Plank-Position. Bauch fest, Rücken gerade. Po nicht zu hoch, aber auf keinen Fall durchhängen lassen. Dann eher ein bisschen hoch. Im Wechsel kleine Krokodilchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wenn ihr relativ neu dabei seid und die nicht ganz durchhaltet, nicht schlimm, macht so viele wie ihr könnt, pausiert, atmet den Rest weg und dann geht es mit der nächsten Übung weiter. Jumping Jacks, 30 Sekunden oder tippen als Alternative. Auf geht's. So. Schön, sauber, Spannung in die Arme. Noch 10 Sekunden. So, gleich geschafft. 4, 3, 2, 1. Okay, runter in die Rückenlage. Übung Nummer 4 war das Heben des Beckens. Ein Bein hoch, schön aufstellen, den anderen Fuß und auf geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Seitenwechsel, anderes Bein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und die Wiederholungen dürftet ihr so nach einer Weile auch schon gut in der Gesäßmuskulatur merken. Ne? Wir gehen wieder nach oben, brauchen jetzt unseren Yoga-Block oder unser Kissen, um im Wechsel zu tippen. Dori! Heute ist Dori eine Katze. Auf die Plätze, fertig, los. Im Wechsel, 30 Sekunden lang. Locker, schön mit aufrechten Oberkörper, Schultern hinten, ne, damit wir hier auch den oberen Bereich so ein bisschen aus dem Alltagsbuckel rauskriegen. Hälfte der Zeit haben wir rum. Noch 3 Sekunden. 2, 1. Okay, und die letzte Übung wieder unten am Boden. Die Crunches diagonal im Wechsel. Diese, naja, fast Fahrradfahrübung. Schön die Ellbogen außen lassen. Es ist wirklich die Schulter, die in die Richtung zieht. Zwischen Kinn und Brust immer einen faustgroßen Abstand. Und auf geht's. 1, 2, 3, 4. Schön atmen. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Über die Seite hoch. Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt genug, dann bleibt liegen, umfasst eure Beine, schaukelt euch sanft hin und her. Und wenn ihr sagt, hoch ein bisschen, was geht noch, macht einfach die dritte Runde mit. Die Squats im Wechsel. Auf geht's.
20 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schön mal aufrichten dabei. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wir sind bei der dritten Runde, also gleich geschafft. Plank-Position, lange Plank, Po etwas angehoben, auf keinen Fall durchhängen lassen. Die Krokodilchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. 30 Sekunden lang Jumping Jacks. Auf die Plätze, fertig, los geht's. Schön weit öffnen, Knie und Füße zeigen nach außen. Spannung an die Arme. Maximal bis Schulterhöhe anheben die Arme. Schön die Füße und die Knie nach außen drehen beim Öffnen der Beine. Die Hälfte der Zeit haben wir schon rum. Und auch gleich die Hälfte der Übung von der dritten Runde. Okay, gut. In die Rückenlage für das Anheben des Beckens. Ein Bein hoch, das andere ist aufgestellt. Hände unter den Kopf oder an die Seite, wie ihr es ganz gerne mögt. Ohne dass ihr euch abstützt, ja, das ist wichtig. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Andere Seite. Auf geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, wie gesagt, Arm locker, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Wir gehen wieder nach oben. Letzte Hoppelübung. Die Toe-Taps, das Tippen mit der Fußspitze aufs Kissen oder auf den Yoga-Block. Gehüpft oder gegangen. Auf die Plätze. Fertig. Los geht's. So. Eine halbe Minute. Vorletzte Übung. Gleich geschafft. Schön den Oberkörper aufrecht lassen wieder dabei. Arme locker an der Seite. Die Hälfte ist um. Und fertig. Gut, jetzt noch die Bauchübung zum Schluss. Und danach können wir gleich auf dem Boden liegen bleiben. Hände tragen das Gewicht des Kopfes zwischen Kinn und Brust, Faust, großer Abstand. Und auf geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Geschafft, ihr Lieben. Okay, streckt die Beine aus. So. Könnt ihr die Arme einmal lang nach hinten legen. Einfach tief durchatmen. Mit der Atmung die Bauchdecke anheben und absenken lassen. Und dann stellt ihr ein Bein angewinkelt auf das andere. Zieht das eine Bein ran, danach das andere. Umfasst beide Beine mit den Armen und dann schaukelt euch sanft nach rechts und links. Das ist was, was ich immer gerne mache, weil das die Rückenmuskulatur sehr schön entspannt.
Das können auch alle machen, die nicht mitmachen und auf der Couch liegen. Ja, einfach mal so ein bisschen hin und her rollen, um die Rückenmuskulatur zu lockern. Und dann die Hände von oben auf die Knie wegschieben. Und dann hier unten den Rückenbereich. Ja, unteren Rücken, oberen Beckenrand, das Iliosakralgelenk, also die Verbindung zwischen Lendenwirbelsäule und Becken. So ein bisschen durch den Druck des Bodens von unten massieren und lockern. Okay, dann stellen wir nacheinander die Beine ab, drehen uns auf die Seite, gehen weiter rum auf alle vier. In der Position machen wir einmal die Fäuste direkt vor die Knie und den Rücken ganz rund und lassen den Kopf hängen. Wer das mag, kann sich auch nach hinten setzen, auf die Fersen, den Kopf auf den Boden legen und die Arme ganz entspannt einfach an der Seite nach hinten ablegen und hängen lassen. Ja, sucht euch die Position aus, die ihr lieber mögt. Manch einer mag nicht so knien. So. Dann kommen wir hoch. Wir nehmen den rechten Fuß an der rechten Schulter vorbei nach vorne und schieben das Becken durch beide Beine in Richtung Boden. Dann wechseln wir die Seite. Anderen Fuß vor und auch hier das Becken nach vorne schieben. So, das Bein wieder reinziehen, drauf abstützen, aufrichten. Jetzt setzen wir den rechten Fuß einmal nach hinten und schieben hier das Becken durch beide Beine. Nein, schieben das vordere Knie nach vorne und drehen das Becken schön in gerade Position, sodass wir Wadendehnung auf der einen Seite haben. Und das Ganze machen wir auch für die andere Seite. Schön gerade Beckenposition. Das vordere Knie so weit beugen, dass hinten in der Wade eine leichte Dehnung ist. Bisschen geöffnete Beinposition einnehmen, Knie leicht gebeugt, ziehen wir uns in die Diagonale, nehmen den Arm wieder zurück, ziehen uns in die andere Diagonale und auch hier stützen die Finger einmal hinten und die Daumen vorne auf dem Oberschenkel. Arm zurücknehmen, die Schultern kreisen vor, hoch, runter und nochmal nach vorne, nach oben, nach hinten und nach unten und ruhig nochmal nach vorne. Jetzt aufrichten, locker lassen und wir nehmen die Arme, die Hände in die Außenrotation. Das heißt, wir drehen die Daumen so weit nach hinten, wie wir können, sodass unser Schultergelenk sich öffnet, der obere Rücken aktiviert wird und wir nochmal so ein bisschen aus unserer Alltagsfehlhaltung, die die meisten von uns hier haben, rauskommen. Wir das. Und dann haben wir unser heutiges Training auch geschafft. Und ja, ich freue mich, dass doch wieder so viele reingekommen sind. Nicht ganz so viele wie gestern, aber man hat ja immer mal so noch mal solche Tage. Ja, morgen steht ein Krafttraining auf dem Programm. Ein recht einfaches, weil ich isolierte Übungen ausgewählt habe. Also das heißt, wir machen keine komplexen Bewegungsabläufe, wo in einer Übung mehrere Sachen drin vorkommen, sondern wir konzentrieren uns immer jeweils auf den Muskel, den wir trainieren wollen. Das ist insofern leichter, als dass wir mehr oder weniger Muskeln während der Übung belasten. Die belasten wir zwar schon mit dem Gewicht und auch mit einer entsprechenden Intensität, aber koordinativ nicht so und die ganzen drumherum liegenden und stabilisierenden Muskeln müssen nicht so viel arbeiten. Also auch ein nicht ganz so anstrengendes Krafttraining. Genau. Ja. Und morgen trainiere ich früh. Um 8.15 Uhr bin ich da. Ja. Ich schreibe es aber nochmal in die Ankündigung. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr zugeschaut habt, wenn ihr mein Video auch im Nachhinein noch teilt oder später mittrainiert. Und ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Wenn ihr Fragen habt zu dem, was ich mache oder zu dem, was ich jetzt hier gemacht habe oder spezielle Dinge habt, schreibt mich an im Messenger. Ich antworte immer.
Und wir sehen uns morgen. Eine gute Nacht. Ciao.